Ich habe Papa die Hose vollgekotzt. Er hat da rumgebrüllt. Ja. Mama. Der Teppich, der Teppich. Den habe ich gestern erst sauber gemacht. Du weißt wirklich nicht, wann das Foto gemacht worden ist, oder? Wieso? Auf deiner Konfirmation. Aber auch genau 2 Wochen, bevor ihr abgehauen seid. Du machst immer alles kaputt. Der Fjörn. Du, ich hab da mal eine Hypnose gelernt. In Norwegen. Dadurch brauchst du den Ort des Begehrens gar nicht zu suchen, denn er findet dich. Ich habe Erfahrung gemacht. Ich weiß noch, das war in Norwegen. Da stand ich vor meinem Verstorbenen. Da saß ich und dann bin ich geflogen. Das Licht am Ende des Tunnels. Und ganz leicht und hoch fliegen. Da ist alles. Und immer schneller. Ich war ganz leicht. Es war die Stimme, Streifen und Farben und Formen. Und ich wusste ganz genau. Anders als Deutsch und es ist irgendwie heimatlicher als Deutsch, weil es ist irgendwie trotz allem, obwohl es Deutsch jetzt auch viel mit mir zu tun hat oder gefüllt ist, ist das irgendwo so ein bisschen der Spruch vom Herz. So wie ich jetzt rede, ist eigentlich so, wie meine Schwester und ich früher geredet haben, wenn wir Deutsche gespielt haben.